Bei Grydics denkst du sehr frei und losgelöst und du schaust, was passiert. Und natürlich hast du irgendwie ein Ziel und einen Weg im Kopf. Aber es ist so, dass du nicht an irgendwelchen alten Strukturen oder sowas hängst. Ja? Also du kannst dich frei entfalten und du kannst irgendwie noch was reißen. Wenn du eine Idee hast, dann kannst du die auch umsetzen, ohne dass jemand sagt, nein, das machen wir nicht. Sondern wir schauen es uns an und wenn es die Möglichkeit gibt, dann ziehen wir das auch durch.